everybody. I'm Tim Schaefer, here to tell you about Griffin Manga, which is for sale, again, for the first time in about 16 years, but not among these crummy old-fashioned boxes. It's available online to be pre-ordered right now on Good Old Games. You can pre-order... Puh! Ein HD-Remake von Grim Fandango. Da weiß ich jetzt echt nicht so genau, was ich davon halten soll. Natürlich musst du sie super finden. Bessere Grafik gleich besseres Spiel, ist doch klar. Nein, sei strikt dagegen, dass Klassiker neu aufgelegt werden. Nur ein altes Spiel ist ein gutes. Ach, pappadapapp. Du liebst Grim Fandango. Nur die Grafik und die Steuerung findest du ein bisschen scheiße und beides wollen sie verbessern. Win-win! Diese Spiele sind ein Teil deiner Kindheit und deiner Jugend. Das Risiko ist zu groß, dass durch ein schlechtes Remake diese schönen Erinnerungen zerstört werden. Was spielt das denn für eine Rolle? Du liebst LucasArts. Aber denk doch nur an die Monkey Island Special Editions. Willst du denn wieder enttäuscht werden? Moment mal, Monkey Island, was? Stopp! Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, also fangen wir doch bitte erstmal von vorne an. Mit der Ankündigung, dass nach Monkey Island 1 und 2 nun Day of the Tentacle und Grim Fandango ein HD-Remake erhalten sollen, habe ich mich sehr schwer getan. Mein erster Gedanke war, dass mir von beiden Titeln eine Fortsetzung lieber wäre, wenn man Tim Schafer schon an Bord hat. Außerdem fand ich die Remakes von Monkey Island schon etwas unnütz. Die Spielmechanik war schlechter, der Inhalt derselbe, die Grafik leidlich verbessert. Wozu eine Special Edition anfertigen, die kein Stück besser ist als das Original? Weil's so einfach ist? Weiterhin spielte auch die Nostalgie eine Rolle. Ich kenne Grim Fandango als das Spiel, das es mal war. Ein Titel der Windows 98 und PlayStation 1 Ära. Muss ich mir das antun, eines der großartigsten Grafik-Adventures auf HD aufpoliert? Das Duo Paul and Storm singt im Lied Thanksgiving so treffend: A movie is a snapshot of the era it was made in, like the painting or a photograph or even... Und das trifft auch auf Videospiele zu. Heutzutage könnte man die Mona Lisa neu malen, besser, detailreicher, professioneller, doch würde sich dieses Bild dann kaum jemand anschauen. Schließlich geht es beim Original darum, dass es ein Stück Zeitgeschichte ist. Effie Briest könnte ein guter Autor deutlich besser und unterhaltsamer schreiben, doch das ist nicht nötig, da es Zeitgeschichte ist. Wieso also der Drang, alles Alte nochmal auszukramen, aufzuhübschen und neu zu verkaufen? Ich finde das irgendwie sinnlos. Doch dann, wenn es dem Fakt dient, eine Schwäche auszubügeln, kann es sich schon lohnen. Ich für meinen Teil sehe alte Grafik und alten Sound nicht unbedingt als Schwäche für ein Spiel an. Vielmehr stören mich Gameplay-Schwächen. Bei Grim Fandango hat mich die Grafik tatsächlich gestört. Es gibt dieses Zeitfenster Ende der 90er, wo alles 3D sein musste, egal wie schlecht die Technik noch war. Und deshalb sieht Grim Fandango in den Artworks sehr grob gerendert und in den Modellen sehr kantig aus. Das hat gestört. Vor allem aber die Steuerung, die war kompliziert, nervig und hakelig. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass es eines der besten Adventures überhaupt hätte sein können, wenn man es auf 2D mit der späten Scum Engine umgesetzt hätte. Wenn man diese zwei Schwachstellen ausmerzt, und danach sieht es aus, aber die positiven Aspekte wie Story, Charaktere, die Musik und die Rätsel beibehält, und danach sieht es auch aus, wird das Spiel dann nicht tatsächlich besser? Außerdem sind HD-Versionen nichts Neues. Maniac Mansion erfuhr ein HD-Remake. Monkey Island 1 erschien zuerst in grober EGA-Grafik, bevor es im VGA-Modus veröffentlicht wurde. Ebenso Indiana Jones and the Last Crusade. Fate of Atlantis erschien später in einer Version mit, zugegeben sehr mittelmäßiger, Sprachausgabe. What is Fritz? Und Loom, das ist ja hinreichend bekannt. Auch hier gehen die Meinungen auseinander, aber kaum jemand würde behaupten, dass LucasArts die Titel damals kaputt gemacht hat. Die VGA-Version von Loom, das ist totaler Standard. Da kannst du jedes x-beliebige Spiel aus der Zeit spielen. Da ist doch null Besonderes dran. Okay, bis auf einen vielleicht. Insofern bin ich irgendwie optimistisch, dass Grim Fandango HD echt gut werden kann. Aber ich bleibe gleichzeitig skeptisch und kritisch. Was ist jetzt also dein Urteil? Naja, mal schauen. Ja, aber wer von uns hat denn nun gewonnen? Naja, keiner so richtig. Ich bin einerseits gespannt auf das Spiel, andererseits wird's mich aber auch nicht wundern, wenn sie es in den Sand setzen. Aber das ist doch kein guter Ausgang. Ja,
Einer von uns beiden muss gewinnen. Okay, ein anderes Diskussionsthema vielleicht? Ja, ich hab eins. Zack McCracken, du willst dieses Spiel doch eigentlich gut finden. Ja, es ist so ein schönes Spiel. Man kann um die Welt reisen. Und sich im Wald verlaufen. Und ein Jack streicheln. Und einen Delfin treffen. Oh, das war einer meiner Lieblingsmomente. Ach, meiner auch. Komm, lass uns ein Bier trinken gehen. Der Kerli ist sowieso doof. Alles klar. Oh, und London hat mir auch super gut gefallen. Wo man die Wache ausschalten muss, ich kann das mal lustig. Zack McCracken ist scheiße!